Ja, und zwar ist jetzt doch immer mal wieder in den Kommentaren aufgekommen, dass ihr es eigentlich ganz toll findet, wenn ich euch beim Motorradfahren mitnehme. Und da habe ich mir gedacht, mache ich heute mal genau das. Weil, ganz ehrlich, ich fahre, zumindest wenn es trocken ist und sonnig, eigentlich jeden Tag kurz mit dem Motorrad irgendwo hin. Also auch ohne Ziel, einfach so zum Entspannen. Total gut für die Umwelt und so. Ich verstehe doch nicht. Pfui, pfui, wieso denn bloß? Ja, nachdem ihr gesagt habt oder ein paar von euch in den Kommentaren geschrieben habt, dass ihr da immer gern mitfahrt, wie ihr das toll findet, wenn man da einfach so ein bisschen labert und dabei was vom Motorradfahren sieht, dann habe ich mir gedacht, gut, wie ihr wollt, wer von euch, sag Mikesh, wo bist du? Scheinbar weg. Nicht, dass gleich ein lautes Miau macht. Und ich mir gedacht, gut, dann mache ich eben auch ein paar so Motovlogs, so ein paar reine. Und quasi mit euch beim Fahren. Wer also da überhaupt keinen Bock drauf hat, der kann jetzt auch gleich wieder ausmachen und eins meiner nächsten Videos dann wieder anschauen. Kann man getrost überspringen. Es geht heute, wie gesagt, um nichts. Ein kritischer Blick hier. Es geht ja heute um nichts Spezielles. Ich mache einfach, was ich sowieso tue. Ich fahre ein bisschen mit dem Motorrad durch die Gegend und denke mir so zu manch einerlei Sache so mein Teil. Nur mit dem Unterschied, ich lasse die Kamera mitlaufen und spreche meine Gedanken laut aus. Weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so rein optisch sieht das noch massiv nach Regen aus hier. Also da vorne. Genau da, wo wir jetzt gerade hinfahren. Das ist doch schon mal prima. Hier bei dem Stein-Beton-Dingsbums-Werk. Betonwerk. Haben wir die ganzen Steine für unsere Steingärten vorne und hinten geholt. Also da, wo die Einfahrt, wo die zwei Motorräder stehen. Der passende Steingarten ist da noch nicht gemacht. Da liegt das Steingerüst und Zeug noch so als Haufen aufgeschüttet auf. Aber hinten der Steingarten, den haben wir ja in dem einen oder anderen Vlog von mir schon gesehen. Da haben wir die Steine von da geholt. Ankunft Mühldorf Inn. Das Wetter hält. Ich weiß nicht, was ich von halten soll. Also teilweise sieht es sehr, sehr schön blau aus oben auf dem Himmel und an anderen Stellen ist es einfach so extrem dunstig. So als ob sich da was zusammenbraut. Aber ich schätze mal, für das bisschen Zeit, was wir jetzt hier auf der Straße verbringen, wird definitiv noch trocken bleiben. So, jetzt biegen wir mal links ab und fahren durch die Fußgängerzone. Dann kann ich euch was zeigen, was für unsere Gegend hier relativ typisch ist. Nämlich der sogenannte In-Salzach-Stil. So ein italienisch anmutender, aber in Wirklichkeit aus Österreich übernommener Baustil. So schöne flache Fronten, die oben dann teilweise schön ausgeschmückt sind an den einzelnen Häusern. Also sieht wirklich toll aus. Und sehr einzigartig, was Bayern betrifft. Also jetzt nicht einzigartig für Mühldorf, sondern einzigartig für diese Region. Man sieht diesen Baustil hier in vielen Ortschaften rundherum. Was mir gerade übrigens aufgefallen ist, was ich euch noch ganz kurz kundtun wollte, ich habe, weil ja der GoPro-Mount, von dem aus ihr jetzt gerade den Blick nach vorne genießen dürft, einen solchen muss ich für den neuen Helm noch besorgen. Das heißt, ich habe heute wieder den alten Helm auf und der alte Helm war ja so ein Polo oder Louis günstig Markenprodukt
für, ich glaube, ich habe damals 80 Euro gezahlt oder sowas für den Helm. Also nicht sonderlich viel, einfach halt ein günstiger Helm. Der neue Helm, der Schubert C2, ist zwar ein älteres Modell, mittlerweile haben wir schon C4. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre da jeweils dazwischen liegen. Also der ist mindestens 2 oder 2,5 Jahre alt. Aber das ist halt so ein Helm aus der Kategorie 300 Euro aufwärts. Und da muss ich sagen, wer viel Motorrad fährt, für den lohnt sich wirklich die Investition in einen hochwertigen Helm. Nicht, weil der so wahnsinnig viel sicherer ist oder weiß der Geier was, sondern was mir halt auffällt, ist der Unterschied von der Geräuschkulisse außenrum, die die Ohren erleiden, im Vergleich von dem Helm zum Schubert, ist unglaublich. Also da, wo ich den Motor von der Pegaso kaum mehr höre im Schubert-Helm, da ist es in dem jetzt hier nicht nur ein Windpfeifen und Rasseln, sondern auch der Motor dröhnt bei der Fahrt viel, viel lauter. Also der Unterschied ist tatsächlich nicht nur merkbar, sondern katastrophal groß. Das hätte ich mir so nie gedacht. Da bin ich auch schon ganz gespannt, wenn ich das zweite Mikro einbaue in den C2 und dann die GoPro dranhänge, ob dann auch die Qualität der Motovlogs nochmal höher wird und man die Stimme und die Sprache wesentlich besser hört vielleicht. Mal links ab und fahren hinter. Über den Elf. I've been a writer, I've been a mess, I've been a dreamer, settled for less. I've been a fighter, I've been the rain, I've been a circle, closing again. But you can trust me with your heart. Ah, Tüßling wäre auch ein schöner kleiner Ort zum Hinfahren. Aber ich fahre jetzt einfach mal geradeaus weiter. Vielleicht kommen wir ja in Altötting schön raus. Sollte eigentlich hier schnurstracks geradeaus Richtung Altötting gehen. Normalerweise fährt man meistens von Ampfing aus über die Autobahn, einfach weil es schneller geht. Aber mit dem Motorrad ist so ein kleines bisschen Landstraße in Kummeln viel schöner. Noch dazu, wenn man nicht alleine fährt. Ich habe ja euch dabei. Wer kann das schon behaupten, dass er 60, 70 Mitfahrer hat? Ich vergesse immer, ich muss das Visier aufmachen, damit der Ton besser ist. Da komme ich zwar mehr Wind ab, aber die Tonqualität ist nicht so muffig. Sind wir schon da? War jetzt wesentlich schneller als gedacht. Denkt immer, dass es über die Autobahn so wahnsinnig viel schneller geht, aber in Wirklichkeit geht es gar nicht viel schneller, sondern allerhöchstens so ein ganz kleines bisschen. Aber man kann halt auf der Autobahn wesentlich schneller fahren. Nur ist halt die Strecke auch wesentlich größer. Weil der Weg, den ich jetzt gefahren bin, der geht relativ geradeaus bis nach Altötting und die Autobahn macht um Mühldorf außenrum so einen großen Bauch und das sind ein paar Kilometer, die man da mehr fahren muss. Wenn ich alles täuscht, komme ich, wenn ich jetzt da rauf fahre, direkt zum Kapellplatz. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ich fahre die Autos da mal durch. Dann spitze ich mal die Sackgasse. Also reinfahren darf ich. Parkplatz mit dem Motorrad finde ich sowieso immer. Ja, da sind wir zumindest relativ nah dran. Da stelle ich mich hier mal einfach so an die Kante. So, Jungs, Mädels. Übrigens habe ich auf Instagram eben schon gepostet, die alten Aufkleber, die da drauf waren, die waren jetzt nach 20 Jahren schon so richtig bröckelig und haben abartig schlecht ausgesehen. Und jetzt habe ich mir so einen Satz Deko-Aufkleber gekauft. Auf dem neuen Helm sind sie ja in schwarz, weil der Helm silber ist. Und hier auf dem schwarzen Motorrad habe ich sie mir in silber besorgt. Bekommt man wunderbar auf Amazon.
My Rock T-Shirt heißt der Verkäufer. Das ist übrigens keine Werbung, sondern ich habe die Dinge hier einfach gekauft. Und wenn jemand von euch auch irgendwie Aufkleber für Fahrzeuge braucht, dann ist das, glaube ich, eine gute Adresse, wo man einfach mal hingucken kann. Gut, wie gesagt, dann schauen wir mal vor in Richtung Kapellplatz. Sight, beating hearts don't lie. An empty page, a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all in our signs. We're going away. Get your bag, check the tag. Decision is made. Lock your door, need no more. It's already paid. For a while, it's a journey. Doch jetzt gerade mal wieder so ein perfektes Bleistift dafür, dass die Welt mega klein ist. Ich fahre zum Kapellplatz und denke mir, meine Frau arbeitet hier in Altötting und denke mir, Mensch, schaue ich mal ganz kurz, ob die noch in der Arbeit ist oder ob die schon auf dem Weg nach Hause ist, weil es schon 17:30 ist und um 17:00 hätte die normal Feierabend. Und mache die Freunde-App auf und was sehe ich? Meine Mutter ist 50 Meter da drüben beim Eisessen. Es gibt Zufälle. Verabreden, wenn man sich tut am Kapellplatz, keine Chance. Stellt sich die Frage, wie fahre ich nach Hause? Bin mir noch nicht ganz sicher. Duftet es nach Essen, das ist wahnsinnig. Aber es ist ein Tierladen daneben. So, einmal Kaffee aufgetankt bei Cornelia. Dann glaube ich, mache ich noch einen Mini-Abstecher zum Netto und nehme mir ein bisschen Gemüse fürs Abendessen mit. Und dann beenden wir die ganze Geschichte für heute, weil dann werde ich mich ein bisschen an den Rechner setzen. Werde noch ein bisschen was arbeiten, ein bisschen an einer App schleifen. Momentan muss ich gerade an zwei Apps, einmal Android, einmal iOS, eine Funktionalität bauen, die momentan noch fehlt, die das Gerät schon kann, aber eben die kleinen Apps dazu noch nicht. Und da könnte ich heute sogar fertig werden. Also das Ziel scheint greifbar nahe zu sein. Wäre natürlich total cool. Bin mir aber nicht sicher, ob ich es schaffe. Mal schauen. Genau. Und da, wie gesagt, noch so 3-4 Stunden am Rechner sitzen. Und dann werde ich mal gucken, was Netflix so liefert. Da bin ich momentan mal wieder mit allen Folgen von allen Staffeln der Serie, die ich angefangen habe, durch. Bis auf eine. Und zwar
Irgendwas mit Die Schlampe aus Apartment 13 heißt die Serie. Und da habe ich mal angefangen, dann abgebrochen nach ein paar Folgen. Jetzt hätte ich es an Staffel 1 versucht, nochmal weiter zu gucken, aber ich finde es weder amüsant genug, als dass ich mich darauf freue, die nächste Folge zu sehen, noch ist sie qualitativ hochwertig genug, als dass ich dann wirklich binge-watchen würde. Ja, mal gucken. Gibt wieder genug andere neue Serien, die ich noch nicht geguckt habe. Habe ja auch von euch ein paar Tipps bekommen. Werde also in die Richtung mal stochern. Vielleicht wird es auch mal wieder ein Film. Das, ich weiß nicht, ich ertappe mich immer mehr dabei, dass ich eigentlich nur noch Serien schaue und fast gar keine Filme mehr. Vielleicht schaue ich auch mal, was die Sektion Film so an Neuigkeiten hat. Gibt es bestimmt auch ein paar coole Sachen. So, dann plündern wir mal die Gemüsetheke. Oh, die Sonne da oben sieht so geil aus. So, war eine richtig schöne Moped-Tour mit euch zusammen. Hat mir gefallen. Wie gesagt, mache ich mich jetzt auf den Weg rein und beende hier mit dem Vlog. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.